Heute tricht auch kein Verband mehr da drum. Achso, hier lang. Okay. Und noch, ich denke noch einmal. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Gipfel. Meine A-Taste auf meinem Controller ist so laut. Ich glaube, die ist kaputt. Finally made it. Ich versuche extra leise zu sein. So, die sammeln wir jetzt noch. Jetzt müsste ich erstmal genug Hagebutten haben. Hier, wo sind wir denn hier? Ah, da sind die anderen Reste des Flugzeugs. I sure hope Astrid's not in there. Choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. What I did, the choice I made, I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Mm-hmm. There must be signs of Astrid around here somewhere. Kapitel 2. Astrids Spuren. Aha. Die beiden waren also mal miteinander verheiratet. Was liegt denn da jetzt? Tragen immer noch ihre Ringe, wahrscheinlich weil sie sich nicht vergessen können. Achso, das ist unwichtig. Ach, ich kann auch schnell laufen. Hier ist nichts, nur so Stücke. Mackenzies abgestürztes Flugzeug. My plane.
Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Mal gucken, was hier so. Nee, da ist nichts. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass sie vorher ja noch geschrieben hatten, die Entwickler, dass ihnen bewusst ist, dass halt Wölfe jetzt keine Menschen einfach so angreifen in der Wildnis und dass ihnen auch bewusst ist, dass das nicht so real ist und das nicht so real. Aber sie mussten das Spiel ja auch auf eine Art und Weise interessant machen. Also finde ich gut, immer wenn sie auf sowas hinweisen. So, könnten sich viele ein Beispiel dran nehmen. Oh, Anziehsachen. Etwas zu essen. Eine Dose. Das war's auch schon. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, ich... zieh das jetzt aber erst an. Gute Bekleidung, Oberkleid, aber die Arme frei lässt. Was habe ich noch gekriegt? Socken, ne? Gefroren? Warte mal. Äußere Schicht gefroren. Wie kriege ich die denn warm, die Sachen? Ja gut, muss ich gucken, ob... Ach nee, die kann ich jetzt reparieren mit Stoff. Nähzeug benötigt. Und, aha. Ja gut, muss ich gucken, ob meine Temperatur sehr stark runtergeht. Eigentlich schon, ne? Da haben wir ein Zeichen von ihr. She definitely passed through here. And in a hurry. Sprinten, renn um dein Leben. Mit einem schweren Rucksack durch den Schnee zu stapfen, ist beschwerlich, aber manchmal muss man einfach rennen. Sprinte, um Tieren auszuweichen, dünnes Eis zu umgehen oder schneller zu einem Unterschlupf zu gelangen. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als Gehen verbraucht. Deine Sprintausdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist, also nutze sie weise. Uah. Es kommt mir hier auch vor, als wenn hier Eis wäre. Es sieht definitiv so aus wie Eis hier. Da hinten ist nichts weiter. Ich denke mal auch, dass sie gerade ausgelaufen ist. Oh nee, ich glaube, ich muss die Klamotten ausziehen. Upsala. Ich glaube, das geht so nicht. Abwarten. Ich glaube, ich muss diese Sachen erst irgendwie warm kriegen oder so. Stein. Häschen. Steine. Wer gut zielt, leidet nie Hunger. Wirf kleine Steine nach Kaninchen, um sie zu betäuben. Rüste sie dazu aus. Triff damit ein Kaninchen und schnappe es dir dann, solange es betäubt ist. Wenn man es töten kann, kann man es auch essen. Oh mein Gott. Wie soll ich denn...
Zielen werfen, okay. Ja, das war gar nicht okay. Wir haben Erfrierungsrisiko. Da muss ich wohl doch die Klamotten anziehen. Kaltes Wetter. Dann geht es wohl nicht anders. Ach Mann. Das wird so nichts. Bin jetzt auch hier so nicht so wirklich ein großer Freund vom hier rumstehen und. Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Ja. Ah, nein, 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 nein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über sowas freue, ey. Oh, sehr abartig. Ach, Mann. Wo ist denn das Häschen jetzt? Kann kein Häschen fangen jetzt hier. Geht nicht. Oh. There must be a way to get up there. Ob wir das schaffen? Ich bin kurz vorm Erfrieren, ey. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Die Haut nehmen wir auch direkt mit. Kann ich nicht hier jetzt irgendwo ein Feuer anmachen? Geht das nicht? Das geht doch bestimmt. Das muss gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht. Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen warm halten. Na komm, 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 komm. Jetzt bete ich auch schon, dass es funktioniert. Es ist schon soweit. Komm, 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 komm. Oh, das mit dem Häschen gerade. Ich habe mich irgendwie gefreut, aber irgendwie fand ich es auch voll grausam. So, 26 Minuten. Jetzt erstmal wieder ein bisschen warm werden hier. Schön, 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 schön. Guck mal, wie das läuft hier. Sehr schön. Es wird wärmer. Brennstoff hinzufügen. Fackel nehmen. Achso, ja. Ich mach's mal einfach mal ein bisschen heißer. Damit es auch schneller warm wird. Ach so, das waren die Vögel hier drüber. Ja, ja. Oh. Bisschen was trinken. Ein bisschen was essen.
schön. Aha, und jetzt wird es ein bisschen wärmer. Dauert natürlich auch seine Zeit. Sonst hätte ich hier auch nirgendwo mehr hochgekonnt. Ne, nee, da konnte ich nicht hoch, da kann ich nicht hoch. Ich kann ja nur noch eigentlich geradeaus. Trinken habe ich noch genug? Ach, das ist falsch. Was habe ich denn noch so? Ich habe Darm. Ich habe Messer, habe ich definitiv. Ich habe auf jeden Fall einen Brandbeschleuniger. Altholz kaputt. Ein bisschen Tabletten. Die Klamotten habe ich. Was kann man eigentlich jetzt mit den Klamotten machen? Aktionen. Reparieren, zerlegen. Fortgeschrittene Reparatur. Reparaturdauer, Stoff. Unterkühlungsrisiko geheilt. Ja, das ist schon mal sehr schön. Essen. Ist Google schon wieder angegangen. Ich hasse das. Unsere Waffe ablegen. Durchsuche den Bereich um die Absturzstelle herum und darüber hinaus. Okay. Naja, ja, klar. Das Dinge, Tiere, Aktion. Okay, da haben wir noch nichts. Na gut, ich gehe jetzt erstmal weiter. Werde jetzt natürlich aber das Feuer aufbrauchen. So. Und da kann ich jetzt nichts. Und dann kann ich noch ein bisschen was... Machen wir mal... Noch einen Liter Schnee schmelzen. Und lasst uns Wasser reinigen. Das Wasser noch kochen, den Liter. So, jetzt können wir los erstmal. Da sind ganz viele Häschen. Ducken, kriechen unter einem Gegenstand hindurch. Auf deinem Weg triffst du hin und wieder auf Hindernisse. Ducke dich, um unter ihnen hindurchzuschlüpfen. Durch Ducken können dich zudem Tiere auf die Ferne schwerer erkennen. Du bewegst dich dabei langsamer, aber auch leiser, sodass du dich besser an sie heranschleichen kannst. Ach, ups. Wie kann ich mich jetzt ducken? Achso. Da wäre vielleicht bei den Häschen gerade hilfreich gewesen. Holz. Holz, Holz, Holz. Äste, Äste, Äste. Das ist ein Durchgang. Und schon wieder Erfrierungsrisiko. Okay, wir können in die Höhle rein. Hoffentlich ist da jetzt kein Tier drin. Mein Hund brummt die ganze Zeit. Licht. Jede Lichtquelle hat Vor- und Nachteile. Möglicherweise musst du eine Lichtquelle improvisieren, um in der Dunkelheit sehen zu können. Stelle Fackeln aus verfügbarem Material her. Signalleuchten dienen als einmalige Lichtquelle. Laternen halten länger, verbrauchen aber Öl. In der Dunkelheit lauern Gefahren. Außerdem kannst du ohne Licht nichts herstellen, deine Ausrüstung nicht reparieren und auch andere Aktionen nicht durchführen. Oje.
Ich weiß nicht, wie ich Lichtquellen. Toll. Ja, hier ist schon einer erfroren. That'll come in handy. Hm. Und den Schlafsack nehme ich auch. Schlafsäcke. Ausruhen halt dich und speichert deinen Fortschritt. Ausruhen stellt deine Ausdauer wieder her und hilft dir, dich von Leiden zu erholen. Du kannst in Betten ausruhen, die du in der Welt findest. Mit einem Schlafsack kannst du dich an jedem beliebigen Ort ausruhen. Vergiss nicht, dass Ausruhen ebenfalls Kalorien verbraucht und du in der Zeit, in der du ruhst, hungrig und durstig wirst. Wenn du ausruhst, wird das Spiel gespeichert. Okay. Gut. Sollte ich mich jetzt ausruhen oder war das jetzt so ein... Ah, das ist ja noch die Hilfe. Oh. Könnte mir auch ein Feuer anzünden. Und mir da eine Fackel rausnehmen. Ah, wo kommen wir denn da hin? Mhm. Ich habe hier so langsam auch wirklich Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. I think I can use this. Tragen. Anzünden. Kann jetzt hier runtergehen oder da lang? Oh, Feuerholz. Im Sturm verirrt. Text lesen. Im Sturm verirrt. Ich bin mit dem anderen aufgebrochen, aber der Sturm wurde so schlimm, dass ich nicht schnell genug hinterherkam. Einige sind umgekehrt, um das Ende des Sturms in der alten Kirche abzuwarten. Ich bin weitergelaufen, aber anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Am Morgen gehe ich zurück und schaue, ob ich Spuren finden kann. Der Brief ist unterzeichnet mit Alice. This will keep the lamp burning. Nähzeug, Lampenöl, schöne Sache, schöne Sache. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich mich jetzt hier ausruhen soll. Und das Feuer nutzen soll. Oder ob ich weitergehen soll. Weitergehen wäre ja auch eine feine Sache. Ich kann ja dann immer noch zurückgehen. Kohle. Und mich dann ausruhen. Aber ich kann ja auch ein Lagerfeuer selber machen. Höhle verlassen. Zur Not kann ich hier wieder rein. Gebirgsstadt, Region. Da ist schon wieder ein Kadaver. Astrid, where did you go? Und da hinten ist ein Vieh. Das ist ein Wolf. Ich würde mich jetzt ungern mit denen anlegen. Aber vielleicht muss ich das ja mit dem Feuer. Okay. Das hat sich gerade erledigt. Ich gehe in die Höhle und mach Heier. Definitiv. Ich ruhe mich aus. Ja. Warum ist hier kein guter Untergrund dafür? Oh. Ich
kann die auch werfen. Ist ja geil. Okay, ich gehe wieder zurück. Mach mir da hinten an der Stelle das Feuer an. Machen wir da mal das Feuerchen an und dann, ja, gucken, braten oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall Schlafsack und speichern, weil ich muss dann auch sowieso beenden. Come on. Come on. Vielleicht ist ja dann auch beim nächsten Mal der Wolf weg. Ich möchte mich ungern mit dem anlegen. Damn it. Na, normalerweise greifen die nicht an, aber wenn der natürlich gerade am Fressen ist und ich dann da lang spaziere, dann, Nö. Wir merken ja gerade selber, wie schwer es ist, Fressen zu bekommen. Oh well, mein Gott. Oh, was ist denn los, ey? Jetzt funktioniert doch bitte. Come on. Come on. Oh. Didn't that work? Das gibt's nicht, ey. Jetzt los. Well, that didn't work. Jetzt mache ich mir ein Streichholz. Come on. Beschwör es nicht hinauf. Das sieht gut aus. Aber es könnte noch ausgehen. Sehr schön. Nein. Why didn't that work? Was ist los? Wie, nicht genug Materialien zum Feuer machen? Wollen wir mich gerade verarschen? Ich habe nichts an Zunder. Ja, toll. Jetzt ist es soweit. Ich werde sterben. Ach, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ach, der ist... Kann ich denn hier pennen? Ach, ich riskiere es jetzt einfach, Leute, ganz ehrlich. Zunderbündel. Ach so, um das herzustellen. Oh, ich bin ganz woanders drauf gegangen. Reich oder finde einen warmen Ort, bevor Erfüllung auftreten. Aha. Ich würde ja jetzt gerne mich in meinen Schlafsack legen. Wie geht das denn? Ach, wie geht das denn? Wo ist denn mein Schlafsack? Ich finde den gerade... Hä? Da ist er doch. Aha. So. Machen wir mal 5 Stunden. Okay. Sieht gut aus. Na gut, Leute, ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.